Die Leute hielten mich für verrückt. Sie dachten, ich kiffe zu viel. Wenn ich King Tubby oder Bunny Lee erzählte, was man mit digitalen Mischpulten alles anstellen könne, sagten sie, du willst Fader bewegen? Mach erst mal die Schule fertig und red nicht so einen Quatsch. Und 20 Jahre später stand dieser Quatsch in jedem Tonstudio. Aber so ist das nun mal. Der Mann, der das Flugzeug erfunden hat, musste sich auch anhören, er sei verrückt und dass man nie in so eine Kiste steigen würde. Aber wer fährt heute mit dem Schiff von Frankreich nach Amerika? Du? Nein, du nimmst das Flugzeug und fühlst dich darin gut aufgehoben. Die Dreifaltigkeit des Dubs sind Lee Perry, King Tubby und Hopeton Brown, besser bekannt als Scientist. Mit seinen Alben setzt er ab den späten 70ern die Standards eines Musikstils, der nicht nur The Clash inspiriert hat, sondern auch die Techno- und Rap-Produzenten. Mit Scientist wurde der Mann an den Reglern zum Star und so gefeiert wie die Musiker selbst. Ich war der jüngste Toningenieur aller Zeiten. Lee Perry und viele andere hatten schon vor mir einen Fuß in der Tür. Doch ihre Dub-Alben erschienen alle erst später. Zu dieser Zeit funktionierten sie nicht. Aber gewisse Leute würden die Geschichte am liebsten umschreiben. Scientist ist 17 Jahre jung, als er zum ersten Mal an einem Mischpult sitzt. Es ist an ein Vierspurgerät im Tonstudio von King Tubby angeschlossen, dem unangefochtenen König des Dub. Sänger Sugar My Not, der Mann mit Melone und Zahnlücke, wird an diesem Tag Zeuge eines Wunders, als der Zauberlehrling Scientist seine Musik live auseinandernimmt und neu abmischt. Seit Beginn der 70er Jahre regiert Osborne Radek alias King Tubby im Reich des Dub, der instrumentalen Reggae-Variante mit Soundeffekten. Und die DJs der Kingstoner Sound Systems reißen sich um jede neue Scheibe ihres Königs. ...1977 marschiert der junge Scientist in Tubbys Tonstudio im Waterhouse-Ghetto. Der Sohn eines Fernsehtechnikers kann problemlos einen Verstärker bauen. Also stellt ihn Tubby als Tontechniker ein und Scientist darf Barrington Levys ersten Hit abmischen, Curly Weed. Ich dachte, wie alle anderen auch, King Tubby sei ein Gangster und rauche jede Menge Gras. Mit dem kann man bestimmt mal einen durchziehen. Aber von wegen. Tubby war eher der Arbeitertyp und extrem konservativ. Hier sehen wir Prince Jammy an den Reglern, King Tubbys ersten Toningenieur, der die neue Konkurrenz argwöhnisch beobachtet. Zu dieser Zeit ist er schon 30 und bevor er als King Jammy zum König des digitalen Dancehall der 80er aufsteigt, lernt er bei Tubby die Grundlagen. Well, this one is a new pre-release by Junior Reed. It's called J-Lo Track, produced by Prince Jammy. Go ahead and start. Eines Tages sagte Tubby zu mir, ich komme morgen etwas später. Hier hast du die Schlüssel, aber gib sie bloß nicht Jammy. Lass ihn hier nicht allein, lass ihn nichts anfassen, nicht ein einziges Kabel. Dann gab er mir die Schlüssel. Seine Mutter wohnte gleich gegenüber. Und ab dem Tag kochte sie für mich und brachte mir Essen vorbei. Ich wurde ein Freund der Familie. In time like this,
Innerhalb weniger Monate herrscht zwischen den beiden Soundkünstlern eine erbitterte Rivalität. Plötzlich neideten mir alle meinen Erfolg. Dieses Album hier, das Linville Thompson herausbrachte, beweist den Komplott gegen mich. Die Prinzessin ist eifersüchtig auf meine vielen Veröffentlichungen. Und Jammy versucht, mich auszuschalten. Schau, hier zeigt er auf meine Platten. Tubby hatte damals nämlich nur 2 Alben draußen und ich bereits 10. Deswegen waren alle total neidisch. Als Jammy sein eigenes Studio gründet, übernimmt Scientist die Tonregie bei King Tubby. Von Johnny Osborne bis Horace Andy, Gregory Isaacs, Michael Prophet oder Ja Woosh geben sich die Musiker in Waterhouse die Klinke in die Hand. Die bekannten Musiker wollten nicht mit mir arbeiten und gingen zu Solji, dem Mischer von Channel One. Aber die jungen, unbekannten Musiker waren einfach froh darüber, gute Aufnahmen zu bekommen. Und bei mir klang ihre Musik fett. Dagegen war die der anderen total dünn. Und mit der Zeit hörten das alle. 12 Jahre lang währt dieses Märchen. Doch am 6. Februar 1989 wird King Tubby vor seinem Studio erschossen. Die Tat wird nie aufgeklärt. Für Scientist endet eine Ära. Während seine Platten weltweit vertrieben werden, verlässt er das von Gangs tyrannisierte Waterhouse, geht zunächst zum Konkurrenten Channel One und schließlich zu Tuff Gong, dem Label von Bob Marley. Bei Tuff Gong ging es total relaxed zu, ohne Stress. Das Studio lag in einer sicheren Gegend, da gab es keine Banden. Aber das Ghetto verfolgt einen, du kannst es nicht abschütteln. Das erging Bob Marley genauso. Ich zog nach New York. Aber kaum war ich da, tauchten plötzlich alle, vor denen ich geflohen war, auch dort auf. Da war mir klar, durch Don Juan, das Studio in Brooklyn, wussten sie genau, wo sie den Scientist finden. ...1996 packt der Mixing-Star erneut die Koffer und zieht nach L.A. Hier setzt ihm eine andere Art von Kriminalität zu, als die Hersteller des Videospiels Grand Theft Auto unautorisiert Scientists Musik verwenden. Im darauffolgenden Prozess fordert ein alter Bekannter seinen Teil vom Kuchen. Und offenbar zögert King Jammy nicht, dem Erzfeind seine Handlanger auf den Hals zu hetzen. Ich fragte ein paar Freunde, was ich mit der Aufnahme machen soll. Ich rief den Sänger Supercat an. Hey Cat, was meinst du? Soll ich das veröffentlichen? Er sagte, klar, mach das. Schließlich hatte ich nichts zu verlieren. Also machte ich es öffentlich. Und seitdem darf der Kerl, der mir am Telefon gedroht hat, in kein Flugzeug mehr steigen. 2013 schließt sich Scientist mit Dub Robot zusammen und richtet sich im Studio des Bruders von Regisseur Spike Jonze in L.A. ein. Wir reisen von Planet zu Planet. Welches ist der nächste? Planet Dub. Was dort besser ist? Mehr Vielfalt. Ja, genau. Man hört nie zweimal das gleiche Stück. Mit Remix-Versionen für Gwen Stefani oder Santigold und diversen Dubstep-Projekten setzt Scientist also auch weiterhin seinen Weg unbeirrt fort.